Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo. Hier geht es in diesem Windows 11 Grundkompetenz wieder darum, dass du wieder Dokumente, Webseiten als PDF abspeichern kannst. Ich habe hier zwei Browser geöffnet, auf der linken Seite den Google Chrome und auf der rechten Seite den Firefox und bei beiden läuft es mehr oder weniger ähnlich ab. Wenn ich jetzt hier hineingehe, habe ich eine Webseite. Wenn ich die drucken möchte, dann suche ich mir mal das Druckermenü, rechte Maustaste habe ich gerade gedrückt, öffne das Kontextmenü, gehe auf Drucken und dann kann ich hier dann zwei nach beim Ziel des Druckers hier etwas aussuchen, Microsoft Print to PDF zum Beispiel könnte ich wählen oder als PDF speichern. Also du wirst immer wieder beim Druckmenü dann hier etwas finden, den eigentlichen Drucker, wo du etwas ausdrucken könntest tatsächlich oder hier eben, dass du etwas als PDF abspeichern kannst. Und genauso läuft es dann auch, wenn ich ein bereits Dokument geöffnet habe, gehe hier zum Beispiel hier drucken, kann dann wieder hier das Ziel festlegen. Ich zeige es dir jetzt nochmal beim Firefox. Rechte Maustaste nutzt mir hier nichts, weil ich hier keinen Druckerauftrag hier geben kann. Ich gehe hier auf diese drei Striche, gehe auf Drucken und dann erscheint dann wiederum hier als PDF speichern oder eben Microsoft Print to PDF. Also da kannst du die Windows-Möglichkeiten verwenden, um Seiten, die du geöffnet hast, Dokumente, die du hier geöffnet hast, als PDF abzuspeichern. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.